Was geht, Leute? Wir sind jetzt bei einer weiteren Folge von 76. Wir müssen jetzt hier die Quest beenden und Sachen machen. Die sind gerade ein paar Verwandte gekommen, die mich abgeschlachtet. Und wir sind halt quasi da wieder rausgekommen, nachdem wir da dieses Dings gehört haben. Gute Oh, Arbeit, danke. Freiwilliger. Im Diagnosezentrum kommen die meisten Opfer an, also dürften die Vorräte hier wahrscheinlich immer knapp sein. Begib dich nach dem Auffüllen aufs Rollfeld. Responder Rocky hat sich im Verarbeitungslager in einem Frachtcontainer eingerichtet. Hey, du leistest gute Arbeit, Freiwilliger. Ich weiß, es ist hart, zwischen all den Verwundeten einfach nur die Regale aufzufüllen. Aber du musst es tun. Um die Verletzten kümmern sich andere Responder. Wir brauchen zuverlässige Leute. Wenn wir alle in Sicherheit sind, können wir an den Wiederaufbau denken. Also, für das nächste Vorratslager brauchst du einen Schlüssel. Den bekommst du von Responder Rocky. Sag ihm einfach, dass du auf Patrouille bist. So, eben aufräumen hier. So, muss ich da? Was soll ich denn hier? Beeilen, damit die Responder-Datenbank dich nicht aussperrt. Wir benutzen die Verarbeitungszentren, um Nahrungs- und Getränkevorräte für Überlebende zu lagern, wenn zur Erstdiagnose kommen. Es ist also ziemlich wichtig, dass alles gefüllt ist. Es ist ganz schön chaotisch, die Lager gefüllt zu halten. Seit den Verbrannten, naja, seit den Bomben, kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wie ich meinen Schülern immer gesagt habe, die Situation ist jedes Mal auf andere Weise hart. Aber das seid ihr auch. Ihr müsst nur hart genug sein, um es zu schaffen. Das heißt aber auch, dass man Mittel und Unterstützung haben muss. Niemand schafft es ganz allein. Okay? Geh jetzt weiter zur Klinik. Wo ist die Klinik? Freiwilligenprogramm für Responder. Fortgeschrittenes Training. Die Vorräte sichern von Kesha McDermott. Freiwillige der Responder, so wie du, müssen beim Regeln. Geh jetzt zum Sanitätszentrum. Du solltest dich bei deinen Patrouillen beeilen, damit die Responder-Datenbank dich nicht aussperrt. Wir benutzen die Verarbeitungszentren, um Nahrungs- und Getränkevorräte für Überlebende zu lagern, die zur Erstdiagnose kommen. Es ist also ziemlich wichtig, dass alles gefüllt ist. Es ist ganz schön chaotisch, die Lager gefüllt zu halten. Seit den Verbrannten, naja, seit den Bomben, kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wie ich meinen Schülern immer gesagt habe, die Situation ist jedes Mal auf andere Weise hart. Aber das seid ihr auch. Ihr müsst nur hart genug sein, um es zu schaffen. Das heißt aber auch, dass man Mittel und Unterstützung haben muss. Niemand schafft es ganz allein. Okay? Geh jetzt weiter zur Klinik. Och man, jetzt die AP wieder weg, Digga. Und es wird nichts angezeigt, wo ich hin soll. Danke, Spiel, für die geistige Behinderung. Meine Fresse, ey.
Ist wieder down, sehr schön. Lauf. Tue 4 Krankenhausteile an. Tue 1, 2, 3 habe ich nur. Ah, oh, da hat die 4 nicht mitgenommen oder was? Und gleich fliegt der. Oh, Lauf. Ah, Spiel, du machst mich fertig, Alter. Lauf doch einmal reibungslos, danke. Mit dem Scheiß. Hier ist es mein Hotdog. Unterwegs. Wir müssen der Orden. Das Riverside anwesend ist. Meldige Patrouille 4 Krankenhaus. Ach komm. Krankenhaus an, willst du mich verarschen? Anzeigen. Geht nicht. Einige Stunden sind vergangen. Oh nein, jetzt labert die Alte wieder. Mach ich über das rein, Alter. Nicht hier zum Camp ein bisschen wegbringen. Mann. Arbeitungszentren, um Nahrungs- und Getränkevorräte für Überlebende zu lagern, die zur Erstdiagnose kommen. Es ist also ziemlich wichtig, dass alles gefüllt ist. Es ist ganz schön chaotisch, die Lager gefüllt zu halten. Da muss ich da wieder rein. Ich muss mal zum Lager. Oder nee, lass ich jetzt wieder da rein und dann. Wie ich meinen Schülern immer gesagt habe, die Situation ist jedes Mal auf andere Weise hart, aber das seid ihr auch. Ihr müsst nur hart genug sein, um es zu schaffen. Das heißt aber auch, dass man Mittel und Unterstützung haben muss. Niemand schafft es ganz allein. Okay? Geh jetzt weiter zur Klinik. Ich gehe jetzt nochmal Camper, wahrscheinlich die ist das Holoband schon da drin. Hört die Patrouille 4 Krankenhaus an. Haben wir aber nicht. Aufseher-Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte, aber. Ich drehe mal durch hier, warum geht das nicht? Geh jetzt zum Sanitätszentrum. Du solltest dich bei deinen Patrouillen beeilen, damit die Responder-Datenbank dich nicht aussperrt. Wir benutzen die Verarbeitungszentren, um Nahrungs- und Getränkevorräte für Überlebende zu lagern, die zur Erstdiagnose kommen.
Es ist also ziemlich wichtig, dass alles gefüllt ist. Es ist ganz schön chaotisch, die Lager gefüllt zu halten. Seit den Verbrannten, naja, seit den Bomben, kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wie ich meinen Schülern immer gesagt habe, die Situation ist jedes Mal auf andere Weise hart, aber das seid ihr auch. Ihr müsst nur hart genug sein, um es zu schaffen. Das heißt aber auch, dass man Mittel und Unterstützung haben muss. Niemand schafft es ganz allein. Okay? Geh jetzt weiter zur Klinik. Ist das keine Klinik hier, oder was? Ich dreh mal durch, ne? Oh, pack dich nicht fest, du sollst laufen! Kein viertes Holoband, verdammte Axt. Also kann ich doch nicht anhören. Mann, Dreckspiel, Alter. Geh ich vergraben. Ja, wahrscheinlich. Wo du schon mal da bist, frag die Ärzte, ob sie besondere Vorratsanfragen haben. Geh danach zum Tower, deiner letzten Station. Wie du siehst, müssen wir diese gesamten Vorräte immer wieder auffüllen, um uns über Wasser zu halten. Und es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit ruhiger laufen. Der Tower ist auf dem Rollfeld. Das ist deine letzte Station. Ich bin so froh, dass wir dieses Programm ins Leben gerufen haben. So konnten wir viele tolle Freiwillige bekommen. Das erleistet in Flatwoods gute Arbeit. Als ob du hinter mir gespawnt bist! Piss dich! Junge, Alter, spawnt das Drecksding einfach direkt instant hinter dir! Digga, wollt ihr mich gerade verarschen? Piss dich! Junge, Alter, willst du gerade am Terminal hängen? Nein, hier spawnen Verbrannte. Logik. Junge, kann dieses Drecksding da mal aufhören? Ach, die Fresse. Meine Fresse, Alter. War gar nicht so schwer, oder? Miguel hat einige der Bots so programmiert, dass sie Vorratslager auffüllen. Allerdings bei Weitem nicht in dem notwendigen Tempo. Das Ziel ist also, Freiwillige heranzuziehen, die mindestens eine Patrouille im Rahmen des fortgeschrittenen Trainings übernehmen. Wir wissen deine Hilfe sehr zu schätzen. Wenn du dich bei der Responder-Datenbank anmeldest, kannst du noch weitere Lager finden. Danke für deine Leistung, Freiwilliger. Und nicht vergessen, wer anderen hilft, hilft sich selbst.
Meine Fresse. Jetzt muss ich mein Lager. Da. Meine Fresse, ey. Schlimm. Ich denke, dass wir ein bisschen Krempel wegbringen. Wo ist das Lager, Liebes? Ihre Leiche gefunden zu sein, ist wirklich nicht. Mieger, ich hoffe schon so lange, dass ein Wolf sich ihre Knochen schnappt. Aber leider vergeblich. Okay, 20 Items. Uhu, kann man so viel mitmachen. Können wir verkaufen? Ja. Aber nachdem alles zerstört wurde, ist das Erste von Jahre der reichste Holzborn geworden. Wir leben den Traum, oder? Oh Mann, ey, jetzt muss ich die Schrottwaffen loswerden. Hallo? Oh, hallo, Spiel! Junge, backt es sich mal fest, Alter. Geht's dir zu gut oder was? Hier ist dein Spaß.
hoffe schon so lange, dass ein Wolf sich ihre Knochen schnappt. Aber leider vergeblich. Wo haben wir dich? Ach. Haben Sie etwas gehört? Natürlich nicht, denn Sie sind tot. Oh, ein bisschen Scheiße los geworden, ey. Miguel, warum haben Sie sich nicht an Ihre eigenen Ratschläge gehalten und Geschütztürme und Mauern errichtet? Oh Mann, ey. So, wo gehen wir in der nächsten Folge als nächstes hin? Ich würde sagen, da, ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. Und macht sich gut, macht's besser. Ciao mit V.